Hallihallo. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte euch heute gerne ein bisschen mitnehmen. Ein bisschen habe ich schon vorbereitet, aber den Hauptmarkt können wir eher dann mal eben zusammen machen. Hauptpart wollte ich sagen. Ja, das hier heute ist ein Video für Miteinander fantasievoll gestalten und zwar zum Thema Superheld oder Superheldin. Superheld, Superheldin muss nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, Batman sein, sondern es kann auch der ganz persönliche Superheld sein. Mein persönlicher Superheld bzw. Superheldin, Moment, ich muss mal eben schlucken, ist meine Hündin. Wie der ein oder andere weiß, ist meine Hündin sehr alt. Die wird dieses Jahr 13. Das ist für eine Schäferhündin sehr alt. Ich hoffe, ja, sie schafft es. Sie ist nämlich auch sehr krank. Und Moment. Sie ist aber eine absolute Kämpferin und ja, wir freuen uns über jeden Tag, den wir sie noch haben. Persönliche Superheldin. Ja, also mein Hund, meine persönliche Superheldin soll praktisch mich und meine Hündin darstellen. Ich habe jetzt natürlich eine Schäferhündin und nicht so eine, so einen Hund, aber das ist völlig egal. Dieser Stempel passte absolut, fand ich, und den musste ich mir dann noch kaufen. Den Stempel hier habe ich von Kreativbund gekauft. Jetzt vor kurzem erst, wo dieses Thema aufkam, weil ich fand, der Stempel passte da eben halt total zu. Das Papier habe ich hier verwendet, habe ich auch mal bei Kreativbund gekauft. Ich mag diese Firma Polka Doodles ja sowieso total gerne. Absolut crazy und bunt. Das finde ich immer total genial. Dann habe ich diese Maske hier benutzt. Ja, um ein bisschen Hintergrund eben halt zu haben. Ich habe mit der Maskentechnik gearbeitet. Das heißt, ich habe dieses hier gestempelt, habe das, ich zeige das eben gleichzeitig mir nochmal auf so ein Klebepapier eben halt das Ganze nochmal aufgestempelt, habe es dann auf das Blatt Papier geklebt und habe dann mit der Maske drauf gearbeitet. So, ich packe das hier mal eben wieder rein. Versuche dann mit euch weiterzureden. habe dann noch ein paar von denen hier ausgestanzt. Ein Umschlag, nein, kein Umschlag, sondern ein Kartenrolling von Action habe ich benutzt. Und dann habe ich mir hier noch so ein Banner ausgestanzt. Da habe ich mit diesem Stempelset Superheldin drauf gestempelt. Und dann habe ich mir noch so ein mini kleinen Knochen ausgestanzt und habe da ein bisschen Baker's Twine dran gemacht. Ja, und das würde ich jetzt gerne mit euch zusammensetzen. Ich glaube, ich werde gleich noch ein bisschen Nuvo Drop benutzen. Ich habe jetzt hier den, ich sag jetzt mal immer, Jeansfarbenen in der Hand, um einfach, dass sich die Farben so ein bisschen wiedergeben. Ich werde es euch eben zeigen, was ich meine damit. Ja, also Kartenrolling. Dann habe ich mir den einmal in Weiß ausgestanzt, beziehungsweise ist das kein richtiges Weiß, das ist eher so ein, ja, so ein ganz, ganz helles Grau, sag ich mal. Dann eben halt aus dem Doodlebop, wollte ich gerade sagen. Polka Doodle Dopplers. Mir den hier ausgestanzt. Den wollte ich wohl eventuell dann so schräg drauf machen. Dann habe ich, so habe ich es koloriert. Ja, ich finde, ich werde immer besser und ich finde es total schön koloriert. Ja,
Ich bin sowieso, ich trage meistens Jeans, meistens hochgekrempelt, zumindest im Sommer. Und Pink geht bei mir immer. Ich trage es auch nicht nur, dass ich damit gerne bastel, sondern ich trage es auch gerne. Und den Hund habe ich ein bisschen schäferhundfarbig angemalt. Schnauze nicht so, aber da wollte ich das gerne ein bisschen hell haben. Den wollte ich eventuell gerade draufsetzen. Dann habe ich ja hier noch diesen Knochen. Da habe ich einen Baker's Twine dran gemacht. Ich guck mal, aber ich glaube, ich klebe mir den hier so einfach so an der Seite so ran, dass der hier so ein bisschen baumeln kann. Hier habe ich auf diesem Banner eben halt Superheldin drauf, drauf gestempelt. Hab hier schon mal, ihr könnt sehen, hier so ein Schaumstoff-Dings da, Bums da drunter geklebt. Und das wollte ich eben halt hier schräg so rüber setzen. Ich hatte mir noch mal so ganz kleine Briefmarken hier, ich sag jetzt mal Briefmarken, ausgestanzt. Werde ich aber, glaube ich, nicht verwenden. Ja, ich glaube, dann kleben wir einfach mal zusammen. Das geht wahrscheinlich jetzt rucki zucki und wir sind ganz schnell fertig. Aber ich habe euch dabei gehabt. Ihr wart dabei. So. Muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier überall und nirgends rüberklebe. Ich nehme euch mal ein bisschen weiter runter. Könnt ihr ein bisschen besser sehen. Obwohl, wenn man Teile aufeinander klebt, kriegt, glaube ich, jeder hin. Da gucke ich mal. Ich glaube, da nehme ich ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Jetzt muss ich mal eben an die Schere. Natürlich genau die falsche. So. Sie mal eben gucken, wie ich das jetzt, wo ich den genau hinsetze. So. Also hier könnt ihr das auch schön sehen. Das ist rein weiß, das ist eher so ein bisschen gräulich. Ja, ich bin mal gespannt, was die anderen so machen. Viele hatten auch geschrieben, sie wüssten gar nicht, was sie dazu machen sollen. Bin mal gespannt. Ja, den lasse ich einfach so baumeln an der Seite. Ist ja auch nicht immer gerade ein einfaches Thema. Papa kann ja auch ein Superheld sein. Was sind eure Superhelden? Genau, schreibt das mal unten drunter. Interessiert mich auch mal. Vielleicht hat der ein oder andere, ja, keine Ahnung, sein Goldfisch oder als Superheld. Warum auch nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich das so baumeln lasse. Aber ich glaube, das ist mal was ganz anderes. Darf baumeln. Ihr seht, ich habe hier hinten auch drauf gestempelt, aber irgendwas. Keine Ahnung, warum. Warum ich das da hinten auch drauf gestempelt habe. Ach, das war, genau. Das war mir, könnt ihr so sehen, das war mir, zu schräg. Und ich war ja schon klug und habe das ja schon ausgestanzt. Es wäre dann ja praktisch, wenn man das denn so jetzt im Nachhinein, wenn man wenn man da schräg aufgesetzt hätte, so, dann wäre das, dann würde das wieder passen, finde ich. Aber habe ich nicht.
Ne? So kann man dann nochmal die Rückseite verwenden. Wenn man auf der einen Seite Scheiße gebaut hat, nimmt man einfach die andere Seite. So mache ich es zumindest. Den wollte ich jetzt gerne ein bisschen gerade hier drauf setzen. Ja. Und dann fehlt einfach noch mein Superheld. Da werde ich nur eben hier ein bisschen drauf machen. Und den setze ich hier so schräg drauf. Ja, das gefällt mir ganz gut. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt noch ein paar Jeans-Punkte? Ich glaube, ja. Mach dem einen wieder zu. Ich weiß gar nicht, ob ihr was sehen könnt. Ich mache die immer gerne ein bisschen unterschiedlich groß. Eine Blase gekriegt. Nee. So, dann mache ich hier auch noch zwei hin. Und hier unten noch. Ja, ich mache mir die nicht vor. Gibt ja viele, die sich die auch, wie es heißt noch, vorarbeiten. Also das heißt, schon alle vorkleistern. Aber das mache ich immer nicht. Guck mal, einen kleinen Moment. Ja. Ja, ihr könnt ja, ihr wisst, ihr habt jetzt gesehen, wie ich das mache. Ich habe, ich mache die immer schräg und sitze die dann praktisch hoch. Ja, so ist jetzt meine Karte fertig. Ich glaube, das bleibt auch so. Hier setze ich mit Absicht keine Drops hin, weil ja hier der Knochen ist. Und das ist dann meine Karte zum Thema Superheld, Superheldin. Und ich hoffe, ihr findet die auch so schön wie ich und wünsche euch damit noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!